Ja, guten Morgen, liebe Alexandra. Hallo, liebe Susanne, was ist das für ein Start in den Morgen? Dein fröhliches Gesicht, da kann ja nichts mehr schiefgehen, oder? Das freut mich so sehr. Das freut mich sehr. Also ich kann auch ernst sein, aber meistens bin ich wirklich fröhlich. Es tut nicht weh, es tut mir gut. Ich wollte dich eh schon mal fragen, bietest du Lachsessions an? Du, wenn man dafür zahlt, sehr gerne. Das ist eine richtige Antwort. Oh, du brauchst kein Mentoring mehr im Verkaufen, mit Nein. Herz und Wissen. Ja, aber dann bist du mein Mentor, meine Mentorin. Nein, es gehört einfach viel mehr gelacht. Das sage ich einmal ganz klar, ja. Ja. Also ich freue mich so sehr, dass du hier bist, liebe Alexandra. Unglaublich. Wir haben ja unsere Punkte, aber ich sehe, Lili ist schon da. Lili Paul. Guten Guten Morgen. Schön, dass du hier bist. Liebe Lili Paul, ich höre mich zweimal bei Alexandra. Wenn ihr mich, ich sehe auch Graziana ist da. Wenn ihr mich nur einmal hört, dann ignoriere ich das, weil Alexandra hört mich nur einmal. Das wäre cool. Diese Technik, ja, die ist immer Ja, wieder ganz diese spannend. Technik, genau. Hört ihr mich zweimal oder nur einmal? Ja, liebe Alexandra, liebe Community, unser Thema im Qualigma, die Reise geht weiter. Das ist nun mal die neunte Runde, meine Liebe. Am 2. November schließen wir ab. Das wird grandios. Und unser Thema heute, wie es da unten steht, Qualität und Unternehmertum. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Ich freue mich total, dass ich bei dir Gast sein darf. Ich finde es großartig, dass du da so viele wichtige Themen sensibilisierst und dass diese Ja. Vielfalt halt so im Vordergrund steht und bist da ganz eine wichtige Lichtsäule sozusagen. Ja, aber weil ich auch coole Gäste habe, weil ich coole Gäste und coole Zuschauer habe, die mir auch jetzt sagen, die hören Echo, wisst ihr, wie ich das hinkriege? Ja, das glaube ich auch. Aber wisst ihr auch, wie ich das hinkriege? Guten Morgen, Doris. Ja, da wird Das man ist dann die getestet Frage. in dieser Ruhe und Gelassenheit, ja. Ja. Das braucht es. Also, Graziana sagt, konnte helfen, wenn Alexandra ihren Lautsprecher leise stellt. Ist es Geht's besser? besser? Geht's besser? Ich höre mich immer noch doppelt. Ist es sehr störend, liebe Graziana, liebe Lili Paul? Weil wenn wir neu starten, verlieren wir den Link. Guten Morgen, lieber Kai. Ist es sehr störend, mein Echo? Wir sind trotzdem gelassen. Sonst redest du nur. Du kennst ja unsere Punkte. Genau. Ja, das sieht man, die Alexandra Lang kann auch mal ruhig sein. Manche fragen mich wirklich, haltest du auch die Ruhe aus? Sag ich, ja, ich brauche diese, das ist ganz wichtig für mich. Ja, da hast du recht. Wir waren immer getestet, sagst du immer. Also Lili Paul sagst du, da fragst du die Falsche, aber stört nicht dich, wir Megafon sind. Gratia, das geht Okay, schon. du, Ja, vielen dann Dank, dann machen starten wir wir, weiter. oder? Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dann machen wir einfach weiter. Und unsere Punkte sind wie immer, eben drei Punkte haben wir auch heute, warum wir alle Unternehmer sind. Das finde ich mega spannend. Das muss man jetzt mal verinnerlichen. Und ich bin so froh, dass du hier bist, Alexandra. Dann, wie verbinden wir damit eben dieses Unternehmertum, Qualität und Verkauf? Und anschließend, wie immer, drei Tipps. Bei dir sind es Tipps für einen erfolgreichen Verkauf in den Unternehmen. Genau, hören wir nur das Lied jetzt von uns, Ja, oder? gerne. Soll ich oder machst du?
Machst du gern, ja? Okay, dann Moment. Kai sagt, ja, etwas, aber nicht so schlimm, ja. Ich versuche leise zu reden heute. Heute werden wir richtig getestet. Ja, genau. Okay, ich teile mal. Das kommt gleich. Hörst du das? Ja. Wow. 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 Ja, also wenn man das richtig laut hört, also das ist ein Lied, ich weiß nicht von wo das kommt, aber das motiviert mich und das gibt mir immer wieder diese Kraft, wenn ich joggen gehe oder wenn ich mir da, oh, wie geht es jetzt vielleicht wieder weiter, aber das ist so ein Powerlied für mich. Und ich habe das Glück, dass mich da die Ariane Roth jetzt da unterstützt, da in der Produktion. Da kommt jetzt nochmal ein Interview-Song für meine Interviews, die ich führe, wo es wirklich auch ganz stark darum geht, um dieses Gemeinsame, um dieses Ich, Du, Wir. Und wir sind enorm erfolgreich, weil wir sind ja in der Summe einfach ja, qualitativ unterwegs als Mensch mit unseren Dienstleistungen. Und das ist mal ein wichtiges Anliegen. Und deswegen sind wir ja heute da und sprechen mal über dieses Unternehmertum. Liebe Susanne. Ich bin da. Genau. Und warum wir alle Unternehmer sind? Ganz einfach, weil wir einfach auch dieses Leben kreieren, was uns auch wichtig ist. Und es fängt bei unseren Gedanken an. Es fängt an, ja, wie mit welcher Haltung gehe ich auch in das Leben? Wie stelle ich mich darauf ein, wenn einmal was nicht so läuft? Wir sind gerade jetzt getestet worden, wenn die Technik einmal nicht so funktioniert. Ärgert die mich jetzt und beziehe es gleich wieder auf mich? Oh, was habe ich da schon wieder falsch gemacht? Oh nein, und habe vielleicht schon wieder irgendwelche Schuldgefühle oder sage einfach, es ist jetzt so. Ich gebe mein Bestes, ich habe meine beste Absicht und das ist mehr als genug. Und das ist ein Prozess, wow, 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 ja. Aber es macht einen riesen Unterschied dann auch, wie ich auch das Leben angehe. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir alle Unternehmer sind oder Unternehmerinnen. Es gibt Menschen, die natürlich ganz viele Personen führen. Dann gibt es Selbstständige, ich bin selbst selbstständig. Und dann gibt es Angestellte. Aber wir als Mensch, wir sind alle Unternehmer, wir können alle etwas unternehmen. Und es fängt bei mir selbst an und ja, zeigt sich dann auch im Außen, im Umgang mit anderen Menschen. Ja, absolut, absolut. Die Frage ist, ob wir das bewusst machen oder nicht bewusst. Weil, wie du immer sagst, wir werken auch, ob bewusst oder unbewusst. Von dem her, wir sind alle Unternehmen, ja. Genau, so ist es, ja. Und wir haben ja dann auch gesagt, ja, damals auch in der Corona-Zeit war es ja so, in dem Lockdown, wo man dann so konfrontiert ist, wie geht's weiter, ja. Und da haben uns wir ja gefunden, auch mit unserem Projekt, heute sind wir nicht mit dem Projekt Schwarz auf Weiß unterwegs, aber da haben wir einfach erkannt, wie wichtig es ist, zu sagen, okay, ich erkenne, was ist in meinem Einflussbereich, was nicht und was kann ich auch bewirken und ja, dementsprechend auch tun. Ja, ja, wunderbar.
Wunderbar. Das ist so. Das ist ein guter Punkt, ein gutes Stichwort. Wir zwei haben noch ein anderes Programm. Was Geiles kommt da zustande. Schwarz auf Weiß. Und, Schwarz und was auf Weiß wird bunt, oder? Ganz genau, wird bunt, erkennen, tun, werten. Heute sind wir aber mit dem Thema eben Qualidigma, wie geht's weiter, Verkauf und Qualität. Die Stichworte, unsere Worte kommen immer wieder vor, weil das haben wir eh in uns. Und von dem her bin ich gespannt. Genau. Pass auf, der Kai sagt, es konnte helfen, wenn du auf Mute gehst, wenn ich rede. Aber dann musst du immer wieder dran denken. Ja, hi Helen, schön, dass du auch da bist. Also wenn ihr Fragen an Alexandra habt, gerne stellen, dann redet sie mehr als ich. Genau, hast du noch sonst zum ersten Punkt? Wir sind alle Unternehmen in den Unternehmen und wir haben noch zwei weitere Punkte. Aber hier stelle ich mir auch die Frage, ist es uns bewusst, wie ich schon gesagt habe, und wie züchten wir, wie machen wir das in den Unternehmen, damit die Mitarbeiter auch Unternehmer sind, damit sie sich so fühlen als Unternehmen. Weil ja, Unternehmer denke, sind ja nicht nur die Selbstständigen. Mit der Unternehmenskultur zu tun, auch natürlich mit der Führungskraft, ob die dir auch den Raum gibt. Da sind wir wieder bei dem Thema, bist du Leader oder bist du Manager? Und ob du auch als Führungskraft, als Leader diese Reife hast, dass du den Mitarbeiter erwachsen lässt. Dass du sagst, du definierst Ziele und ja, bei Bedarf kann er dann zu dir kommen, wenn er Fragen hat, der Mitarbeiter, und gibst du auch dem Raum, ihn auch zu entwickeln und sieh da auch die Qualitäten von dem einzelnen Mitarbeiter. Also die Führungskräfte von heute sind schon auch sehr gefordert, ja. Also das ist mir bewusst, ja. Sehr schön. Raum geben, das gefällt mir. Ja, sehr schön. Und wie kommen wir jetzt, das bringt uns jetzt zu unserem zweiten Punkt, können wir jetzt eben mit diesem Unternehmen tun, wenn Mitarbeiter das wissen, was sie können, wie können wir damit jetzt Qualitätsthemen und Verkaufsthemen verbinden? Naja, in Wahrheit ist ja alles verkaufen, oder? Wir verkaufen uns ja immer. Und die Qualität fängt einmal bei mir selbst an. Bin ich mir meinen Qualitäten überhaupt bewusst? Ja. Weiß ich, was ich kann? Weiß ich, was meine Fähigkeiten sind? Wie soll das wer andere erkennen, wenn ich es selber nicht erkenne? Also es fängt wieder, und vielleicht nervt es den einen oder anderen schon, aber es fängt halt wieder bei einem selbst an. Und wenn ich weiß, das kann ich gut, vielleicht das kann ich weniger, aber dann bin ich mir bewusst, dann bin ich selbstbewusst. Ja. Und wenn ich selbstbewusst bin, dann heißt das nicht, ich bin die Beste und die Perfekte und ich mache alles richtig. Nein, ich bin mir selbstbewusst. Und da denke ich, da verkauft man sich auch dann auch gut. Ja? Dass man sich auch eingesteht, das kann ich weniger, das besser. Und dann passiert was Großartiges, weil dann bin ich ja glaubwürdig. Dann bin ich natürlich, dann bin ich authentisch und das ist ja der Riesenunterschied, wo ich sage, wo einfach Verkaufen mit gewissen Techniken dann auch irgendwo aufhört. Es ist gut, wenn man diese Techniken auch gut beherrscht, aber dieses Verkaufen mit Herz und Wissen, da kommt einfach nochmal mehr dieser menschliche Aspekt mit ein. Ja. Sehr schön. Das ist eben dein Erfolgsrezept, gell? Verkaufen mit Herz und Wissen, ja. Verkaufen mit Herz und Wissen. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis, liebe Leute. Es gibt etwas zu gewinnen. Wie immer, Alexandra ist großartig. Die Leute, die sie kennen, können das wirklich bestätigen. Unglaublich, unglaublich. Ja, also Kai sagt, ganz kurz zurücklehnen, als Leader die Mitarbeiter entwickeln und Raum geben. Ja. Also ich kann einfach aus meiner eigenen Berufserfahrung erzählen. Also ich war immer im Verkauf, ich habe Wirtschaft studiert in Wien auf der Wirtschaftsuniversität und ich war in unterschiedlichsten Positionen, branchenübergreifend und ich habe wirklich ja die unterschiedlichsten Führungsstile erlebt. Ja? Jemand, der einfach vielleicht geglaubt hat, dass als Führungskraft, der muss alles alleine schaffen und wollte dann einfach alles selber vielleicht präsentieren und dann auch wieder eine Führungskraft, die gesagt hat, Frau Lang, Sie machen das schon, ja. Und ich denke, was? Und ich habe das damals so falsch interpretiert und habe mir gedacht,
Ma, der legt sie wirklich auf die faule Haut. Aber dann habe ich erkannt, er hat mich irrsinnig gestärkt, weil er hat mir das zugetraut. Und da geht Ja. es ganz stark darum. Er hat mir das zugetraut und hat aber zu mir gesagt, okay, wenn du meine Hilfe brauchst, dann komm. Und das hat ganz viel bewirkt. Und das macht diese Reife aus, lasse den Mitarbeiter auch wachsen, genau. Sehr schön. Sehr schön. Das ist wieder eine Frage der Perspektive, gell? Wenn dein Chef, dein Vorgesetzter das sagt, du machst es schon, ist es Vertrauen, sehe ich das. Aber du kannst auch wählen zu sagen, er ist faul. Genau. Sehr schön. Wir alle haben die Wahl, Wir haben immer die Wahl, genau, ne? Ja. ja. Ich sehe Nathalie da. Ist auch da als Leadership-Experte und es ist so toll, dass ihr da seid. Und Graziana sagt nochmal, so wie wir damals festgestellt haben, letzten Montag, glaube ich, Graziana, die eigenen Stärken stärken. Menschen kaufen von Menschen. Genau, so ist es. Ja, schau mal, Claudia ist auch da. Ihr habt zusammen ein Interview Claudia, gemacht, gell? hallo. Ja. Ja, die zweite Frage. Gehen wir mal zur zweiten Frage. Heute haben Genau. wir ja eine gewisse Struktur. Du Ah, sagst, ich für die dachte, wir Struktur hätten das liebe schon. Susanne. Wie können wir, also warte mal, ich sage es nochmal für die, die erst eingeschaltet sind, warum wir alle Unternehmen, das hast du schon gesagt, dann habe ich ja bereits gefragt, wie können wir eben mit diesem Unternehmertum Qualität und Verkauf verbinden? Es sei denn, du hast noch was zu ergänzen. Und danach kommen wir zu den drei Tipps. Ja, also die Qualität ist immer Definitionssache, oder? Also Ja. ich gehe ja stark, ich gehe jetzt mal so aus der Sicht heraus, weil ich immer im Verkauf war. Was heißt Qualität? Es fängt immer davon an, zu definieren, was bedeutet das für dich? Es ist immer dieser Dialog, weil ich kann jetzt annehmen, für mich bedeutet eine qualitative Zusammenarbeit, Vertrauen, Diskretion, Verlässlichkeit, dass ich immer die beste Absicht habe, dem Kunden auch wirklich tatsächlich zu helfen. Und der andere sagt, ja, aber ich brauche nur für diesen Qualitätsaspekt noch was anderes dazu. Und da sind Ja. wir auch wieder bei dem, dass es so wichtig ist mit diesem Austausch. Was heißt Qualität überhaupt? Wir reden oft über Begrifflichkeiten und verstehen ganz was anderes. Und das fällt mir einfach auch dazu ein, zu dem Thema Qualität, ja. Sehr schön, weißt Wie du, was siehst mir da gefällt? Also, ich muss schmunzeln, weil Ellen Meyer aus Sicht von HR sagte genau das Gleiche. Wenn wir jemanden suchen, der kommunikativ ist, der eine versteht das andere drunter und dann bedeutet es für Sie als HR zu hinterfragen, was bedeutet das eigentlich für unser Unternehmen, jemand, der kommunikativ ist? Was bedeutet das für dich persönlich? Und du sagst es so richtig, das sehe ich auch so, Qualität ist sehr subjektiv. Es ist Erfüllung von Anforderungen von Kunden. Preis-Leistung spielt eine Rolle. Und deshalb ist es sehr wichtig zu wissen, was bedeutet das für uns? Weil es gibt auch die andere Seite, dass man zu viel macht und sich wundert, warum der Kunde nicht bereit ist zu zahlen. Hast du das schon mal erlebt? Ja, da muss man einfach eine andere Energie hineinbringen, was das Ja. Bezahlen betrifft. Ganz klar sein auch, so sind die Zahlungskonditionen und das klappt dann schon, ja. 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 Aber das bedeutet für mich immer wieder Erwartungen klären. Klären und genau definieren in den Unternehmen. Und den gern. Immer Sehr wieder, schön. es ist so diese Kommunikation, ja. Ja, das ist so. Das ist so. Und so können wir auch Qualität und Verkauf verbinden. Wir haben auch mit Graziana und Brent festgestellt, Marketingziele, Qualitätsziele, Verkaufsziele dürfen sich nicht ausschließen. Und das geht nur, wenn wir alle Unternehmer sind und proaktiv sind und auch ansprechen, wenn etwas nicht passt. So ist es, So ist genau. es. Liebe Leute, wenn ihr Fragen habt, nur zu. Wir gehen jetzt zu unserem dritten Punkt, wenn es für dich okay ist, liebe Alexandra. Jetzt gehen Ja, wir dein Lieblingsbuch und es gibt was zu gewinnen. Wiederholen wir für die Leute, die erst zugeschaltet haben. Also, drei Tipps für einen erfolgreichen Verkäufer im Unternehmen. Genau.
Also es fängt alles einmal mit der Haltung an. Welche Einstellung habe ich? Wie gehe ich mit mir selber um? Also ich sage einmal zum Verkauf, dass man erfolgreich ein Verkauf ist. Was die Haltung betrifft, fangen Sie mal bei mir an. Ja. Die Haltung zu mir selbst, wie stehe ich zu mir selbst? Wie stehe ich zu meinen Mitmenschen? Bin ich wertschätzend? Bin ich ja aufrichtig interessiert, dass ich den Menschen auch helfe zu seinem Erfolg? Und wie stehe ich auch überhaupt zu der Begrifflichkeit Verkauf? Ja. Und da muss ich mal wirklich ehrlich sein zu mir, ja? Und mir mal Zeit nehmen und mir aufschreiben, was kommt da überhaupt? Ja. Es ist ja nicht immer so positiv besetzt, dieses Verkaufen, oder? Und wenn ich natürlich da irgendwo dann mir denke, naja, ich berate, aber verkaufen, das macht wer andere, dann muss ich da genauer hinschauen. Dann muss ich mir das anschauen und darf wirklich auch sagen, irgendwann einmal, ja, ich liebe verkaufen. Ich liebe Menschen, ich liebe mich und ich liebe verkaufen. Und einfach dazu stehen. Und wenn jemand sagt, ja, du willst verkaufen, ja klar will ich verkaufen. Und du wirst da was davon haben. Das ist eine wertvolle Dienstleistung oder eine wertvolle Lösung, die ich dir biete. Und da fangen wir mal an. Die Haltung zu mir selbst, die Haltung zu meinen Mitmenschen und die Haltung zum Verkauf selbst. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Da haben wir schon mal drei Punkte im ersten Tipp. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Da wiederhole ich mich immer und immer wieder, aber ich beobachte es doch häufiger, dass Menschen gern sofort präsentieren. Es ist großartig, wenn du total begeistert bist von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung. Das ist das Um und Auf, dass du damit hundertprozentig identifizierst. Und dass das Ganze noch besser ankommt da bei deinem Gegenüber, ist es so wichtig, am vorher mal zu fragen, in dieser Bedarfsanalyse, ja, was ist dir zum Beispiel wichtig? Ja? Ich bringe da jetzt einfach ein Beispiel von einem Fitnessstudio. Ich möchte mich registrieren in einem Fitnessstudio. Ich möchte Mitglied werden. Und dann wird mir das Fitnessstudio vorgestellt und ja, gibt alles Mögliche. Es gibt Yogakurse, es gibt ein Schwimmbad, wo man Schwimmkurse buchen kann. Es gibt Crosstraining, es gibt Bauchtraining, alles Mögliche. Wellness gibt es auch noch. Und dann hast du jemanden, einen Verkaufer, der ist total begeistert vom Schwimmen, weil er ist ein professioneller Schwimmer, ja. Und redet einfach vom Schwimmen, dass da so tolle Schwimmkurse gibt. Ohne dass er mich fragt, was ich gern möchte. Und ist total begeistert und ja, und hat mich gar nicht abgeholt, was mir wichtig ist. Und vielleicht ist, es ist jetzt nicht der Fall, aber vielleicht ist es dann so, dass ich vielleicht gar nicht schwimmen kann. Und dann bringt mir das Ganze gar nichts. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Ich kann schwimmen, zum Glück, ja. Aber was will ich damit sagen? Eben dieser zweite Tipp, den ich geben möchte, Fragen stellen. Also jetzt zum Beispiel beim Fitnessstudio, ja, was ist dir wichtig? Was möchtest du gerne? Möchtest du mehr Entspannung oder möchtest du mehr abnehmen vielleicht oder möchtest du einfach dich wohlfühlen in deinem Gewicht? Und ja, diese Bedarfsanalyse, was sind die Erwartungen? Haben sie schon mal Erfahrungen gemacht mit einem anderen Fitnessstudio? Was ist ihnen wichtig? Gibt es Punkte, die sie gar nicht mögen? Und so kann ich dann einfach das auch immer wieder mit einbauen. Und so baue ich auch die Beziehung auf. Angenommen, du wüsstest alles von deinem Gegenüber, wird nie gehen. Das aber es braucht geht um immer einen Dialog. Austausch, ja. Es braucht ständigen Austausch. Es ist so. Also Fragen stellen, Bedarfsanalyse nehme ich auf als zweiter Punkt. Erster Punkt war Haltung zum Verkauf. Und der dritte Punkt? Genau, und dann sind wir, weil wir heute groß über Unternehmertum reden, wo wir ja gesagt haben, wir sind alle Unternehmer. Und da spreche ich jetzt zum Beispiel auch davon, ich war beim österreichischen Konzern und ja, der war riesig. Und ich habe dann meine Kunden betreut in der Medienbranche und da habe ich einfach auch wieder erkannt und wusste auch, wie wichtig es ist, dieses abteilungsübergreifende Denken.
Ich kann die beste Verkäuferin sein oder die beste im Key Account Management, wenn ich nicht jemanden habe, also bei dem damaligen Unternehmen Zeitungen ausliefern oder der die Rechnungen erstellt oder die Produktblätter machen, also Marketing, dann wird mir das alleine nichts bringen. Ja. Und da appelliere ich auch an den Verkäufern oder Key Account Managern, bewusst zu sein, dass du das alleine nicht schaffen kannst. Und das merke ich jetzt wieder umso mehr in der Selbstständigkeit, wo ich so gesagt habe, wow, das war so ein Luxus damals. Da hast du jemanden, der die Rechnungen erstellt. Dann hast du jemanden, der die Produktblätter macht. Wow. Dann, der das den Lohn überweist. Luxus, wirklich Luxus. Mittlerweile entwickelt sich das bei mir. Jetzt habe ich die Jana, die haben wir als Marketing-Mentorin. Aber dieses Bewusstsein, weil den Verkäufern auch schon auch öfter nachgesagt wird, die Verkäufer, die verkaufen. Und da braucht so dieses abteilungsübergreifende Denken auch als Verkäufer oder als Account Manager, als Key Account Manager, damit genau dann, wenn der Kunde zum Beispiel was bemängelt bei den Rechnungen, damit du einen guten Draht hast zu den Menschen, auch innerhalb vom Unternehmen. Die können dir dann auch schneller helfen und ja, einfach auch dann mal fragen, was sind so deine Aufgaben, was machst du in der Abteilung, damit du auch eine gute Beziehung aufbaust innerhalb vom Unternehmen. Und das hilft wiederum dir und auch deinem Kunden, was ja deine Aufgabe im Verkauf ist, da ja, Umsatz zu bringen und Kundenzufriedenheit zu generieren. Ja. Diese Offenheit zu haben, ja. Das ist ein wertvoller Punkt, das unterschätzen wir oft, oder? Was es heißt, jemanden zu haben und das zu nutzen. Vielleicht, wenn man jemanden hat, dann ist es selbstverständlich, aber das Nicht-Nutzen, das ist ein Begriff, den wir dann nennen, versteckte Kosten. Wenn du das nicht ausnutzt, sich austauschen, gucken, was können wir jetzt für den Kunden am besten machen, wir zusammen. Wir sind ja ein Team. Genau. Ja, genau. Wahnsinn. Coole Tipps, coole Tipps. Das ist natürlich schön im Verkauf, weil man, das ist das Tolle schon im Verkauf, weil man diese messbaren Ziele hat, man weiß, ist man auf Kurs. Und das ist vielleicht bei anderen Abteilungen manchmal schwieriger zu messen. Ja. Heißt aber nicht, dass das weniger wertvoll ist. Und das ist mir ein riesengroßes Anliegen. Und deswegen habe ich mir auch da bei meinem vorletzten Arbeitgeber auch gut verstanden mit den unterschiedlichsten Menschen, weil es mir einfach auch interessiert hat, weil mir das bewusst war, wow, wenn ich da jetzt nicht meine Kollegin im Backoffice habe, die mir meine Verträge vorbereitet, dann kann ich nicht mit dem Entscheidungsträger, wo es, ja, damals, ich habe über 40 Millionen Umsatzverantwortung gehabt, dann kann ich da nicht so souverän auftreten und verhandeln, wenn ich nicht weiß, wo sind wir ihm schon überall entgegengekommen. Das ist so. Du musst wissen, was läuft da mit den anderen Abteilungen noch? Was hat der vielleicht woanders gekriegt, wo ich gar nicht, da gibt es ja unterschiedliche Produkte, für die zuständig bist. Die anderen sind für das Produkt, du bist vielleicht für das. Du musst mit den anderen intern auch gut reden, damit dich der Kunde auch nicht irgendwie austricksen kann. Du musst wissen, was läuft und dann braucht es den Austausch intern, das ist genau. So. Und die Wertschätzung. Und die Wertschätzung. Ja. Und dann kommen auch die Mitarbeiter, die wissen, du brauchst diese Info, geben sie dir einfach so, weil sie wissen, du schätzt das auch, dass es ein Teamwork ist. Ja, und zu sagen, du, ich brauch da jetzt deine Expertise, ja. Du bist zwar aus der Produktion, du hast andere Ziele wie wir aus dem Verkauf, aber jetzt brauche ich die. Jetzt muss ich mal da genau wissen, wie ist das da mit dem Produkt, weil der Kunde will mehr wissen und da brauche ich die jetzt. Kannst du mir helfen? Ja. Ja. Zum Thema Ziele muss ich ergänzen, man hat nicht unterschiedliche Ziele, also wir sollten das nicht haben, sondern eben am Ende, die sind nur heruntergebrochen, aber am Ende nutzen sie dem ganzen Unternehmen. Also das ist wirklich auch wichtig. Die Ziele dürfen sich nicht ausschließen. Und da hilft auch nur Kommunikation und gemeinsam reden, ja. Genau, da gibt es da das Ziel von der Abteilung, dann da. Und aber zum Schluss, ganz genau. Und das ist ganz wichtig, und dann sind wir, glaube ich, schon bald am Ende, jeder hat seinen Platz und seine Berechtigung im Unternehmen. Sehr gut. Stell dir vor, ich verhandle da um Millionen und
dieser Besprechungsraum ist schmutzig, weil den keiner gereinigt hat. Ein sehr gutes Beispiel, das auch oft vorkommt. Jeder hat seine Berechtigung. Ja, genau. Und es ist so, wenn der Gast kommt, was das Erste, was auffällt, ist nicht der niedrige Preis, sondern eben, wie empfängt man mich? Das ist so. Sehr gut, genau, sehr gut. Diese Dankbarkeit zu haben, diese Wertschätzung, dass du getragen bist, dass du die Unterstützung hast von vielen Menschen. Und du musst das nicht alleine machen und kannst da gar nicht alleine. Nee, geht. Und das ist ein Luxus. Das ist etwas, was man nicht so wertschätzt. Oft, was ich erlebe. Ja, das stimmt. Lehn dich mal zurück. Ich habe coole Kommentare. Dann stelle ich schon mal die Fragen in der Zwischenzeit. Alexandra, eben, es gibt etwas zu gewinnen. Und wie lautet Alexandras Erfolgsrezept? 30 Minuten Mentoring Verkauf. Mentoring Verkauf? Da kommt noch was, gell? Ich weiß. Habe ich bewusst nicht gesagt. Ich weiß. So gut kenne ich dich schon, liebe Susanne. Das sind ja tolle Themen. Das ist schwarz auf weiß. Lehn dich mal zurück. Ich habe hier eben, also Lili Pohl sagt, Klartext reden und wirklich erläutern, ob alle unter Qualität dasselbe meinen. Das ist so. Bestimmt. Unbedingt. Jeder versteht unbedingt was anders, ja. Ja. Expectations Management ist so wichtig, ja. Ich sage immer, ich setze auf Erwartungen klären. Das ist das A und O. Und immer wieder. Danke, Nathalie. Ja, und Graziana sagt, genau, der Kunde empfindet vielleicht ein Service nicht zwingend als Mehrwert. Ja. Genau. Vorteil ist nicht Kundennutzen. Genau, das ist so, ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, Haltung meinst du, das ist wichtig. Ja, unbedingt. Da fängt echt alles an, ja. Ja. Das ist auch so. Das stimmt. Wenn wir selbst nicht begeistert sind, das ist die Voraussetzung, dass ich auch jemanden erreiche, ja. Unbedingt. Vielleicht genug es auch schon, Alexandra, dass ich einfach begeistert bin. Dann muss ich nicht noch direkt kalte Quise machen. Ja, also Begeisterung, das kommt immer gut an, ja. Freude, Begeisterung, Dankbarkeit, zwischendurch ein bisschen Lachen, wunderbar. Ja. Und guck mal, was Natalie sagt, dann kommen wir zu den Antworten. Ja, kannst du kurz lesen? Hab schon gelesen, ja, diese Bedarfsermittlung, Bedürfnisse, was braucht der Kunde, was will er, ja. Genau, und dann geht es in den Verkauf über. Dann darf ich präsentieren. Vorher darf mal der potenzielle Kunde reden. Sehr schön, sehr schön. Ulrike gibt dir recht. Schön, dass du hier bist, Ulrike. Hallo, und ist, Ulrike. Ja. Guck mal, wer gewonnen hat. Zumindest, was ich sehe. Ich weiß nicht, ob super, die Graziana, ja. Wunderbar. Wahnsinn, Wahnsinn. Lili Pohl hätte das auch gewusst und dann sagt sie noch die Allee-Methode. Wow, ja, das stimmt. Das ist wirklich diese Allee-Methode. Die ist mir auch so in den Sinn gekommen. Deswegen, die besten Ideen, ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es dir geht, die besten Ideen kommen wirklich oft in der Ruhe. Und ich bin ja so gerne in der Natur und ich lasse ja auch Bäume pflanzen. Und diese Allee-Methode, die ist mir dann so eingefallen. Und die Allee-Methode mit 5E, die heißt Alexandra Lang, effektiv, effizient, empathisch, enorm erfolgreich. Sehr genau. Schön. Und das war enorm erfolgreich mit dir. Herzlichen Dank, dass du hier warst mit deinem Wissen. Und du verkaufst wirklich mit Herz und Wissen. Und liebe Graziana, toll, hast du gewonnen. Aber ihr wisst sowieso voneinander, ihr konntet super ergänzen und ihr sagt immer Kollaboration anstatt Konkurrenz. Fängt beides mit K an, ist aber doch ein grundlegender Unterschied, ja. Das ist so. Ja, dann redet mal miteinander. Ich schaue auf die Zeit. Ich bedanke mich sehr. Wir wurden wieder mal getestet mit Technik. Kein Thema, wir haben es gemeistert. Die Botschaft ist, glaube ich, angekommen. Hast du noch ein letztes Wort an einem Montag für die Community? Ja,
dieses Bewusstsein, für was ich alles dankbar sein darf, das lässt einem einfach in eine andere Energie bringen. Wir sind in einer herausfordernden Zeit und wenn ich jetzt wieder dankbar sein darf, ja, es gibt viele Gründe, jeder findet selber welche und das auch fühlt, diese Dankbarkeit, dann setzt wieder Energie frei. Ja, genau. Dann strahle ich was anderes aus, wenn ich dankbar bin. Dann bin ich nicht im Mangel, dann bin ich dankbar. Und wenn ich dankbar bin, dann sehe ich, was alles da ist. Das stimmt. Das stimmt. Dankbarkeit, nicht vergessen. Danke dir, liebe Alexandra. Danke, liebe Community. Das war toll mit euch. Wieder mal. Tschüss.